Ich persönlich wurde ich empfangen als ein reicher Mann, der wir sowieso waren durch die Familie. Und jedes Mal, dass ich da unten gefahren bin, dann konnten wir uns die Dachlöhne ja wieder leisten. Wir hatten ja 3500 Bäume gehabt, Mandelbäume. Ne? Und diese Mandelbäume musste ich ja immer, jedes Jahr bin ich immer so gefahren, um diese zu ernten. Also da habe ich immer 30, 40 Leute gebraucht. Also doch wieder als Reiche, da konnte ich dann angeben, da konnte ich meine Größe wieder ausspielen. Umgekehrt. Jetzt haben sich die Zeiten ja geändert. Ich kam ja mit dem Portemonnaie voller Geld. Und zu den Leuten, ihr, habe ich dann erzählt, ich fahre Urlaub, mit Recht. Und wenn ich zurückgekommen bin, war ich ja braun gebrannt, wie nur was. Und was habe ich hier erzählt? Denn man ist dann ja mit der Zeit, wird man zu Schauspieler. Ihr, Giuseppe, wie waren die Ferien? Mensch, toll, da waren so schöne Weiber, deutsche Weiber, die habe ich alle. Kein Wunder, guck mal, Mann, ganz braun. Aber es hat gar nicht gestimmt. Ich hatte da unten, ich hatte 4, 5 oder 6 Wochen Urlaub da unten ja wirklich geschuftet. Geschuftet. Aber wenn Sie aber arbeiten, bei 50, 60 Grad Hitze, da werden Sie schon braun. Ne? Und das habe ich immer ausgespielt. Aber dadurch, dass wir immer blass da unten gekommen sind, sind wir schon damals, hat man sich von uns, das habe ich immer wieder gespürt, von Jahr zu Jahr, hat man sich von uns immer mehr distanziert. Die haben eher mit der Zeit dann nicht mehr den Giuseppe gesehen, sondern das Portemonnaie. Bezahlt er jetzt das Essen? Gibt er jetzt Pizza? Denn Pizza hat man ja nicht gegessen. Pizza essen nur die Neapolitaner und sonst nichts. Aber braucht wieder Dachlöhne? Können wir wieder davon profitieren? So haben sie uns empfangen. Krank war man ja sowieso alle, weil wir ja blass waren. Ne? Denn ein gesunder Italiener ist er braun und dick. Er hat viel Fett. Dann ist er ein gesunder Italiener. Und dann ist er auch schlau.